Paper Mario, der Origami King. Macht der Ghetto Blaster da? Und warum wird auch der durch das Wasser geheilt? Ist das der Jungbrunnen? Den brauche ich für meine Freunde, für mich und alle meine Freunde. Wir sind noch im Flüsterforst und wollen jetzt herausfinden, ob diese Quelle hier wirklich so magisch ist. Und verschrumpelte Dinge wie die Haut deiner Mutter. Okay. Dann wollen wir mal den nächsten schlechten Sprung ausführen. Ein paar Hunnis packen wir noch ein, ne? Für den Fall, dass wir den Bruder nicht finden, haben wir wenigstens genug Geld für die nächste Monatsmiete beisammen. Mach mich nicht Platz! Jetzt fühle ich mich, als hätte ich Superkräfte! Hey, warte! Wo bist du hin, Mann? Alter! Ich will dich retten! Bleib doch stehen, du Dulli! Hey! Stopp! Wo geht ihr denn hin, Mann? Wir wollen nämlich unsere Reise fortsetzen. Allerdings vorher noch hier diesen Hund plätten. Tja, ich bin halt Katzenmensch. Entschuldigung. Ich hab ein kleines Schäfchen gemacht. Sind wir tot? Oh, du hast es drauf, Mario. Ich hab dich abonniert, ich hab geliked, ich bin Mitglied geworden, ich hab Merch gekauft. Hey, hey. Kann mir das mal jemand zusammenfassen? Naja, sie haben Support dagelassen. Aber jetzt bitte mal konzentrieren und nicht sich ständig abstechen lassen. Der Panzer des Erdballgemeinschaftes ist extrem hart. Die entblößten Was? Die entblößten Gliedmaßen hingegen laden dazu ein, sie deinen Hammer aus kurzer Distanz spüren zu lassen. Well? Du kommst später nochmal zurück und bezahlst das, oder? Ah ja, klar! Natürlich, also als ob ich das jetzt einfach unter den Teppich kehre, ne? So, lass uns endlich loslegen. Mit dem Toad sammeln natürlich. Stups ihn mal ganz sachte an, Mario. Mach ich! Ja, dann schauen wir doch mal, was The Legend of Paper Mario so zu bieten hat. Aber abgewehrt. Was machst du da? Man soll zwar 2 Liter pro Tag trinken, aber das ist vielleicht ein bisschen viel. So siehst du eher aus wie meine Tante. Promi-Billet, Premium, also ich. Mario, toll, ich bin ein ganz großer Fan von dir. Ja, normal, kommt vor. Welches Outfit nehme ich denn jetzt für mein Foto? Wow, wie soll ich mich denn da entscheiden? Das teuerste kommt immer ganz gut. Doch. Yes! Leute, ich bin der Beste! Aua! Du willst also der Star sein? Na gut, komm her und finde heraus, wie hart das Promi-Leben wirklich ist. Da braucht er nur mich fragen. What? No! Wobei, jetzt werde ich wenigstens nicht mehr zugelabert. Ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir stärker geworden sind und hier gegen die Weihnachtsmänner, aka Fire Bros, gute Karten haben werden. Jetzt läuft wieder alles. Hoffentlich auch das Internet. Das ist das Wichtigste. Beim Yoga gilt dasselbe wie bei der Arbeit. Immer tief nach unten. Well, ich weiß nicht, was für eine Arbeit du hast, aber vielleicht möchte ich tauschen. Hier ist doch nichts. Boah, das triggert mich. Oder im Schild? Mann, schon wieder. Ich hasse das. Ja moin, was geht hier ab? Pool Party! Auf der Suche nach Professor Toad hat mir meine magische Kristallkugel namens Google einen Tipp gegeben. Und schon bereue ich es, mit euch auch nur eine einzige Minute verschwendet zu haben!